gerade, ich will mein Aufgebracht-Video vom Juni machen. Ich habe das vorher schon probiert zu drehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich laber zu schnell. Ich will euch ja über die Produkte auch was sagen. Nur das Problem ist bei mir, bei den meisten Sachen, die gibt es einfach nicht mehr. Und deswegen, ja, tue ich mir ein bisschen schwer. Aber wir probieren es nochmal. Also, Wattepads, ganz, ganz spannend. Habe ich in groß, also diese Maxi-Wattepads aufgebraucht. Die habe ich sogar irgendwo noch einmal, genau. Hier habe ich die nochmal. Kaufe ich mir auch immer wieder nach, das wisst ihr ja eh. Als nächstes habe ich eine Seife aufgebraucht. Da muss auch irgendwo noch eine sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die ist. Ich habe die Pfirsich und Joghurt wieder aufgebraucht. Die mag ich ja voll gerne. Die kennt ihr ja eh. Ja. Mag ich wirklich, wirklich gern. Finde ich echt schade, dass die nicht mehr gibt. Gerade die Beste haben sie aus dem Sortiment genommen, aber okay. Dann, das kennt ihr ja eh von mir, diese Kokosreinigungstücher von Action. Die habe ich jetzt sogar nachgekauft und die haben eine neue Verpackung. Die haben jetzt eine urschöne neue Verpackung. Ich finde die Verpackung ja auch schon süß, aber die neue ist extrem schön. Ja, kaufe ich mir eh immer wieder nach. Dann habe ich ein Tiefenreinigungsshampoo aufgebraucht von Swiss Opal. Das kennt ihr eh auch eigentlich aus. Wenn ich eigentlich kaufe ich immer alles nach gleich oder habe ich gebunkert. Bei mir sind die Aufgebraucht-Videos irgendwie nicht so, beziehungsweise dieses Aufgebraucht-Video, habe ich das Gefühl, ist nicht so spannend. Also wundert euch nicht. Aber das kaufe ich ja immer wieder nach und liebe ich extrem. Das haben sie eine Zeit lang beim DM urunter reduziert und da habe ich mir viele davon gekauft. Und mir wurden sogar welche mitgebracht. Also deswegen habe ich noch Gott sei Dank genug Backups. Von dem war das leider mein letztes Backup. Das klebt auch extrem, sehe ich gerade. Das war das Isana Duschgel, diese Öldusche mit Melone und Birne von Rossmann. Das habe ich so geliebt. Ich habe das gebunkert, weil ich war ja zweimal in Deutschland. Einmal in Aachen und einmal in Stuttgart, was ja urlang her ist. Ich habe mir vor kurzem das eine Video angeschaut von Stuttgart, urlang her. Ja, sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich die auf. Ja, ich habe das wirklich sehr, sehr geliebt, aber das gibt es leider nicht mehr. Die haben auch die Verpackung komplett umgestellt, habe ich gesehen. Aber ja, mein Gott. Wenn man eh nicht mehr das nachkaufen kann, warum soll man dafür jammern? Noch einmal die Kokosnussreinigungstücher habe ich aufgebraucht. Dann habe ich aufgebraucht meine Mundspülung, die ich mir fast in die Fresse gekaut hätte jetzt. Ja, sieht urekelhaft aus, deswegen halte ich sie ein bisschen weiter weg. Die kennt ihr ja eigentlich auch. Ich kaufe eigentlich nur noch die von Müller, weil ich die eigentlich am liebsten mag. Ich habe auch schon das Backup in der Badewanne bzw. im Badezimmer stehen und benutze es auch schon jetzt eine Zeit lang. Ich kaufe eigentlich nur noch das. Das ist auch die mit der grünen Flüssigkeit, diese Mint-Variante ist das, weil die anderen mag ich nicht. Die blaue ist ganz okay, aber die muss ich auch jetzt nicht unbedingt haben. Jetzt klebe ich voll. Weil wir gerade bei Eigenmarke sind, ich habe Blasenpflaster ausprobiert, weil ich mir im Juni neue Arbeitsschuhe gekauft habe. Und das sind beides von der Eigenmarke. Die finde ich nicht so gut. Das sind, warte mal, das sind die Fersenblasen. Na warte, nein, 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 das passt schon. Die fand ich nicht gut. Und die fand ich gut. Nur die gehen aus dem Sortiment, habe ich gesehen. Und die sind so ähnlich wie die Kombi-Blasenpflaster, damit ich es rausbekomme. Und die fand ich extrem gut. Aber die gibt es nicht mehr. Und die, was ich nicht so gut fand, weil die sind doch nicht auf der Ferse kleben geblieben, die gibt es leider noch im Sortiment. Jetzt bin ich wieder so schnell, habe ich das Gefühl, aber ja. Dann habe ich einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Den wollte ich nämlich unbedingt probieren. Das ist diese goldene Variante. Das war ja die Reisegröße davon. Und ich wollte ihn unbedingt probieren, weil ich mir gedacht habe, 400 ml für 5 Euro ist eigentlich nicht so viel. Und ich komme nicht mehr zum Hofer. Ich bin nämlich vor kurzem in meinem Instagram-Live-Video gefragt worden von einer, warum ich den von Hofer nicht mehr nachkaufe. Ich mag den von Hofer noch immer, aber ich komme einfach nicht zum Hofer. Und deswegen kaufe ich mir lieber einen nach, wo ich eher dran komme. Ich mag den von Hofer noch immer, wenn ihr den auch noch immer verwendet, tut's das, nur ich komme einfach nicht dran. Ich bin halt öfter beim Müller, weil ich auch dort arbeite. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir einen aus, den ich halt immer wieder gleich nachkaufen kann, ohne irgendeinen, jetzt hätte ich ihn fast fallen lassen, ohne irgendein Drama. Und deswegen habe ich mir den kleinen gekauft, den großen habe ich mir auch nachgekauft und ich liebe den Augen-Make-up-Entferner. Ich bin nicht so der Garnier-Fan, aber den finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Dann habe ich eine Zahnpflege aufgebraucht, also so eine Odol Med 3. Das ist diese neue Reihe, die es da gibt. Da gibt es ja drei verschiedene und ich habe die Minze, Melone und Gurke gehabt und die war extrem gut. Die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe mir jetzt mal die andere Variante von dem Kauf, diese mit orangener Verpackung. Also weiß-orange ist die. Ich weiß jetzt nur nicht, wie sie heißt.
Oh, ich weiß wirklich nicht, wie sie heißt. Aber die habe ich mir nachgekauft, die andere. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Ich will nur wieder ein bisschen was aufbrauchen, bevor ich mir wieder was nachkaufe. Dann habe ich was aufgebraucht, was sehr, sehr lange in meinem Bad stand. Ich kriege ja wieder Schluck auf. Das Palmolive Body Butter Coconut Scrub. Habe ich aufgebraucht. Das habe ich von einem ganz, ganz lieben Zuschauer aus Deutschland bekommen. Mit dem schreibe ich auch jetzt hin und wieder nochmal auf Snapchat, also so abwechselnd. Ich habe es jetzt leer gemacht, bin echt traurig darüber, weil es war echt gut. Man sieht auch noch, wie das ausgeschaut hat. Aber es war sowas von gut. Das war der Duft von dem. Das war einfach urgeil. Ich bin kein Palmolive-Fan. Aber diese Body-Butter-Dinger, die es da gab, die fand ich mega geil. Ja, freut euch schon mal auf dem Haul. Aber das fand ich echt extrem gut. Vielleicht gucke ich, ob es das bei Amazon gibt, aber oh, ich habe das geliebt. Und das kriegt man bei uns nicht. Und das... ich hasse das. Jedes Mal habe ich so limitierte Sachen, geht mir das richtig am Arsch. Oder Sachen, die es ewig nicht mehr gibt. Eine Induschlotion habe ich aufgebraucht von Nivea. Die Soft Milk Induschlotion. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zu den manchen Sachen sagen soll, weil es die meistens eben nicht gibt, aber okay. Ja, die mag ich sehr gern, die werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, so sieht die aus. Ich wechsle immer ab zwischen der und zwischen der von Aveo, weil jetzt habe ich aktuell wieder die von Aveo und eine von Lush. Die zwei verwende ich jetzt, dann wenn die beiden aufgebraucht sind, kaufe ich mir wieder die Nivea nach. Da wechsle ich immer so ein bisschen ab, damit es nicht langweilig wird, sagen wir mal. Dann habe ich noch eine Seife aufgebraucht, die ist ja Corona. Die fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Die hat mir nicht so gut gefallen. Das war mit Vanille und Kokosblütenzucker. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir die jetzt nochmal nachgekauft habe, aber die fand ich jetzt nicht so toll. Dann habe ich zwei Tuchmasken aufgebraucht. Einmal die von Valer, die Tuchmaske Happy Macarons. Die war nicht schlecht, aber auch limitiert. Also brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, bringt euch das was, wenn ich zu limitierten Sachen was sage, wie ich sie fand? Ich fand sie nämlich nicht schlecht. Sie hat halt sehr schnell an Feuchtigkeit verloren. Ich lasse die halt immer so extrem lang oben, bis halt gar nichts mehr drauf ist. So mache ich das. Die habe ich zum Beispiel drauf gehabt in der Badewanne. Die fand ich mega gut. Das war eine von Tony Moly. Ich liebe die Tony Moly Masken, aber ich habe Gott sei Dank noch viele Tony Moly. Und von der habe ich jetzt noch eine rosane, glaube ich. Die werde ich auch demnächst bald aufbauen. Aber die war auch nicht schlecht. Ist halt für den Preis von Balea reicht das vollkommen. Dann habe ich meine Reinigungstücher mit Ananas aufgebraucht, die ich ja auch extrem liebe. Ein würdiger Ablöser von den Avocados, sage ich euch. Dann habe ich mein Batiste Trockenshampoo aufgebraucht, was ihr ja eh auswendig kennt. Und ich muss sagen, ich habe davon auch noch sehr viele Backups. Und ja, ich habe noch extrem viele Backups. Aber langsam gucke ich auch so nach ein paar anderen Varianten, was ich dann als nächstes probieren wollen würde. Aber ich muss noch schauen. Eins von Balea habe ich mir gekauft, aber das seht ihr dann im Haul-Video. Dann ist mein heißgeliebtes Deo leer geworden. Das, was ich ja eigentlich nur in Tschechien gekriegt habe. Und ich war vor kurzem dort und die haben den DM zugemacht. Und ich liebe das, weil das genauso riecht wie das Chateau von Dior. Und den gibt's. Ich kann es mir nicht nachkaufen, weil es eben den DM nicht mehr gibt. Da steht, oh ja, Deo Body Spray. Also ich liebe dieses Deo, aber das gibt es nicht mehr. Also ich kann es zu mir zumindest nicht nachkaufen. Vielleicht muss ich in Tschechien in den Rossmann reinschauen, weil mir eine Freundin geschrieben hat, dass es in Tschechien auch einen Rossmann gibt. Das haben wir aber letztens nicht geschafft und vielleicht machen wir das nächste Mal dann. Aber ja, dem traue ich extrem hinterher, weil das fand ich wirklich gut. Und das war mein letztes. Dann habe ich eine Lush-Badebombe aufgebraucht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die ausschaut. Aber ich glaube, ich habe ein Foto, dann kann ich mich das einblenden. Ich glaube, da wird auch nicht was runterkommen. Ja, so sieht die Verpackung aus. Ich liebe Lush-Badebomben. Da brauche ich eigentlich nicht viel dazu erzählen, oder? Ich liebe, liebe, liebe Lush-Badebomben. Als nächstes habe ich die Augenpads von Balea aufgebraucht. Ich habe zurzeit genug Augenpads und Augengel-Dinger, deswegen kaufe ich mir die jetzt mal nicht nach. Aber ich liebe die. Und die werde ich mir sicher irgendwann dazwischen wieder nachkaufen. Das Komische immer ist, ich vergesse, wenn ich beim DM bin, vergesse ich immer nach denen zu schauen. Komischerweise.
Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Cadea Vera. Diese Superfood Mousse Maske mit Kokos, die fand ich echt gut. Gibt es aber leider auch nicht mehr. Die mag ich aber extrem gerne. Und ich glaube, ich habe kein Backup mehr von der, weil die war wirklich nicht schlecht. Aber ich mag generell die Cadea Vera Limited Edition Masken. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Bis auf die, die fand ich jetzt nicht so besonders. Das war die Flamingo Zuckerwatte Maske. Die fand ich okay, also man kann sie ja eh nicht mehr nachkaufen, weil sie limitiert ist. Die fand ich gut, das war die von M. Asam, die ich mal geschenkt bekommen. Die war richtig gut. Also die Asam sind echt nicht schlecht. Die war wirklich feuchtigkeitsspendend. Würde ich mir sogar nachkaufen. Dann habe ich eine Haarmaske mit Kokos aufgebraucht. Die habe ich urlang schon gehabt in meinem Backup-Schrank und da habe ich mir gedacht, okay, verwende sie, bevor sie kaputt wird. Die mochte ich eine Zeit lang extrem gern, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich die herkriegen soll, weil ich glaube, die habe ich immer beim Claire's gekauft. Weiß gar nicht, ob der Claire's die noch führt. Kann ich euch nicht sagen. Dann habe ich ein paar Proben leer gemacht. Dazwischen noch einmal Wattebeds. Dann ist mir gerade eine Probe stiften gegangen. Da habe ich von Yves Rocher eine Maske aufgebraucht. Die kennt ihr, die habe ich früher auch gern verwendet. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob es die noch gibt. Weil die war eigentlich gar nicht schlecht, aber ich habe eh genug Zeug, wenn wir mal ehrlich sind. Dann habe ich ein Serum aufgebraucht, was mir die Vivi damals geschenkt hat, was angeblich so teuer sein soll. Das war jetzt nur eine Probe, aber das Original soll so teuer sein. Das schaut voll fancy aus, oder? Aber das war okay. Ich meine, von einmal kann man jetzt nicht wirklich viel sagen. Dann habe ich von Terra Natura die Gurke-Maske aufgebraucht, die ich nicht so gut fand, wo ich auch vor kurzem gejammert habe, dass ich davon noch ein Backup habe. Die fand ich nicht so gut. Die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehaut. Sie war zwar interessant, aber sie hat mich nicht vom Hocker gehaut. Wortkotze. Dann habe ich noch eine Probe von einem Toner aufgebraucht. Ja. Ich versuche einfach nur ein paar Proben leer zu machen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will einfach ein paar Proben leer machen. Da habe ich noch eine Yves Rocher BB Cream aufgebraucht. Dann eine Gesichtspflege, was ich als Dekolleté-Creme verwendet habe, weil ich die von Yves Rocher, die Pflegen, nicht so gerne mag. Einmal, das war auch nicht schlecht. Das war so ein Glow Booster von Dior. Aber ich würde mir das nie in Originalgröße kaufen, weil mir das viel, viel, viel zu teuer ist. Aber das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Wir sind noch lange nicht durch. Ich habe da noch ein paar Sachen stehen. Von meinem Adventkalender habe ich die Maske aufgebraucht. Die habe ich aber als Nachtpflege verwendet, weil da Overnight Mask steht und die habe ich als Nachtpflege verwendet. Als Nachtpflege kann ich die urempfehlen. Also nicht als Maske. Als Maske fand ich sie jetzt nicht so berauschend, habe ich nämlich auch probiert gehabt. Aber ich habe sie dann weiterhin als Nachtpflege verwendet und das war mega geil. Also die ist echt, die ist wirklich gut. Hätte ich nicht so viel Scheiß, würde ich sie mir nachkaufen, aber ich habe genug Scheiß dabei. Dann habe ich einen Conditioner aufgebraucht von Lush. Ich glaube, den fand ich auch gut. Ja, das war der, den ich mir aufheben muss. Das war der Happy Joy Joy Conditioner. Den fand ich extrem geil. Den muss ich mir aufheben, weil da habe ich nämlich vor, dass ich mir das nachkaufe. Und das Big Shampoo. Das habe ich jetzt sogar nochmal in Verwendung und das mag ich auch sehr gern. Ich muss mich halt dran gewöhnen, dass es nicht schäumt. Aber man sieht, ich habe das nämlich heute auch verwendet, weil ich habe noch eine Probe davon und das macht meine Haare auch schön. Also liebe ich dieses Teil. Dann habe ich eine Mini-Zahncreme aufgebraucht. Meine Oral-B, glaube ich, heißt die. Die ist nicht schlecht. Die werde ich mir auch sicher mal in groß kaufen, weil die fand ich auch nicht schlecht. Dann noch eine Make-up-Probe von Yves Rocher. Ich mag keine Make-up-Proben, das wisst ihr. Aber die Make-ups von Yves Rocher sind nicht schlecht. Dann habe ich aufgebraucht ein Lipgloss, endlich, von Lancôme. Bei denen habe ich mich extrem geärgert, weil den hatte ich nur ein, zwei Mal dann noch verwendet. Weil dann war ja diese Maskenzeit. Und dann war er leer. Und ich habe mich extrem geärgert, weil ich hätte ihn urschnell aufbrauchen können. Aber jetzt ist er eh leer. Das war einer von diesen alten Lip Lovers, haben die, glaube ich, geheißen. Ja, von den Lip Lovers. Die waren nur geil, dass man da drauf drückt und dann ist das rausgekommen. Also die waren extrem geil. Aber ich bin froh, dass ich den aufgebraucht habe. Da bin ich wirklich stolz auf mich. Mein ein Lipgloss weniger. Gott sei Dank. Dann habe ich eine Augencreme leer gemacht von Estee Lauder. Das war aber auch so eine kleine Probiergröße. Die hatte ich in dem Set drin, wo ich mir damals die Mascara gekauft habe. Completo tutto leer. War nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. Aber sie kommt trotzdem nicht an die Chanel ran. An die Chanel kommt nichts ran. Aber ich habe bis jetzt noch immer so viel Zeug, was ich aufbrauchen muss, bevor ich mir diese Chanel kaufen kann. Leider. Dann habe ich ein Peeling leer gemacht von Balea. Dieses Zuckeröl-Peeling Plum. Das fand ich nicht so gut wie das Apfel, muss ich sagen.
Das hat mir nicht so gefallen. Und es schimmelt. Igitt. Der Deckel schimmelt drauf. Ja, ich bin froh, dass ich das weghauen kann. Aber es war gut. Also, es war gut, aber das Apfel hat mir besser gefallen. Und ich finde halt, dass da nicht so viel drinnen ist. Aber, ja. Dann habe ich mein Deo leer gemacht. Das liebe ich. Ich habe auch das Gefühl, ich schwitze jetzt auch, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich gleich so, naja, ich habe Schweißflecken. Aber ich ziehe auch ehrlich gesagt im Sommer nichts an, was so geschnitten ist. Ich mag das nicht. Das kommt dann eben wieder auch in die Wäsche, weil ich mag das nicht, wenn man da dann die Monster-Schweißflecken hat. Aber sonst finde ich das Deo nicht schlecht umdrehen. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich mag das. Ich habe es mir auch wieder nachgekauft. Eins habe ich in Verwendung und ein Backup habe ich auch. Dann habe ich aufgebraucht. Das musste ich aufschneiden. Hat so ausgesehen. Ich glaube, ihr könnt euch noch an den Haul erinnern. Das war dieser Banane-Reinigungsschaum. Beziehungsweise dieser Banane-Reinigung. Von It's Skin Have a Banana Cleansing Form war das. Und ich fand es schon gut. Das Problem bei dem Produkt ist, ich krieg's nicht mehr. Problem Nummer 1, weil beim Biber haben sie es auflassen wieder. Problem Nummer 2, die Dube ist sowas von scheiße als Verpackung für das Produkt. Weil das Produkt ist so fest, dass es, finde ich, eher in einen Deal gehört. Es gehört wirklich eher in einen Deal als in eine Dube. Ich musste nämlich ab da schon, glaube ich, musste ich die Dube aufschneiden, weil ich das Produkt nicht mehr rausbekommen habe. Und ich finde das blöd. Ich hasse das, wenn ich irgendwas aufschneiden muss. Ich mag das nicht. Ich bin sowieso kein Duben-Fan. Produkte in Duben kaufe ich eh eher ungern. Aber ja, ich fand's gut. Ich würde es mir aber ehrlich gesagt auch nicht nachkaufen, weil es mich eben extrem, extrem stört, dass es in der Dube ist. Weil das Produkt einfach zu fest ist, um das in einer Dube zu produzieren, finde ich. Es ist gut, aber durch die Verpackung fand ich es wieder, das war so ein Auf und Ab bei mir, bei dem ich war so froh, als ich es leer gemacht habe. Es war extrem ergiebig, es war wirklich super ergiebig und es war auch nicht schlecht. Aber diese Tube hat mich so fertig gemacht, ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst, das Ding zu verwenden. Aber so war es wirklich gut. Nur das Problem war halt die Verpackung. Wenn es in einer anderen Verpackung wäre, würde ich es mir nachkaufen, aber in der Tube würde ich es mir nicht mehr nachkaufen. So, dann haben wir nur noch 3 Sachen, dann haben wir es geschafft. Als nächstes habe ich ein Reinigungsprodukt von Clinique aufgebraucht, was es leider nicht mehr gibt. Wo ich extrem traurig drüber bin, weil das ist echt, echt gut. Das war ein 2-in-1 Produkt, ein Peeling- und Reinigungsgel. Ich fand's gut, aber diese Pepstar-Reihe gibt es nicht mehr. Und das finde ich beschissen. Dass sie was in den Clinique-Adventskalender tun, was sie aus dem Sortiment nehmen, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ja, es war nicht schlecht, aber ich kann es mir nicht nachkaufen. Als letztes habe ich ein Duschgel und eine Bodylotion aufgebraucht von dem Gucci Parfum, von dem Bloom. Und ich werde, wenn ich dran rieche, erinnert mich das wieder an was. Aber extrem. Ich mag aber den Duft voll gern. Ich war auch schon kurz davor, mir die Sachen nachzukaufen, aber die gibt es leider nicht mehr im Sortiment. Das waren jetzt auch nur so Probiergrößen, weil die habe ich von einer Schulung bekommen. Aber ja. Ich fand den Duft eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag auch das Parfum gerne, aber ich habe genug Parfum, ich habe genug Bodylotion und Duschgel. Deswegen werde ich mir das nicht nachkaufen. Und das geht auch aus dem Sortiment, habe ich gesehen. Was schade ist, weil ich fand beides extrem gut. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde, es ist gar nicht so viel. Es wirkt wenig, aber vielleicht liegt es am neuen Korb. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!